So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen weiter mit der nächsten Aufgabe. Guck, was hier unten sich befindet. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir noch eine Beziehungsaufgabe. Komm. Hallo, kannst du mir helfen? Klar. Hallo, hast du mich gerufen? Ich dachte, vielleicht hat ein anderer Hufflepuff die Ausdauer, mit mir ein Abenteuer zu erleben. Versuch Genauer ich. gesagt, folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Na, gucken wir mal. Einer Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Okay. Wo sollte ich zuerst suchen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hagrids Klassenzimmer anzufangen. Okay. Na gut, ich sehe es mir mal an, wenn ich Zeit habe. Na gut, wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Okay. Wähle den ersten Orientierungs. Das bestimmt immer auch noch. Also, okay. Mal kurz, wir müssen. Hagrids Schlafzimmer. Also wirklich markieren kann ich es nicht. Geheimes Lager am Schloss. Mit einem Display. Rebellion. Oben. Hallo, Homura. Ohne zum Durchplanen. Rebellion. Allo Homura. So, aber ich hoffe. Im dunklen Turm. Alles nur Mist.
alles nur Mist. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen zu viel Zeug verplempert. Das Problem, ob das oben oder unten ist, wahrscheinlich alles oben, ne? Ich will eigentlich hier raus. Ach, Ronald, das ist der andere, okay. Das ist unser Lehrer. Entschuldigung. So, warte mal. Okay, ich habe jetzt so einen kleinen Port gemacht. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, wo das genau jetzt alles ist. Den ersten Punkt findet ihr hier am Unterrichtsraum mit dem. Ein Nashornskelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Gut. Dann müssen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt befindet sich. Da ist der Brunnen. Hier. Ich komme immer näher. Und der letzte Punkt ist. Nicht du? Die Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Oh, das müssen wir auch noch aktivieren. Das könnte dieses Ding hier sein. Hallo. Warte mal. Lass mal das Schloss hier aufmachen. Ja, wo haben wir den denn? Oh, super. Ah, hier. Genau, mit Levioso. Das hat, glaube ich, aber nichts mit der Seite zu tun. Die wollte ich mir nur mitnehmen. Halt, stopp. Ach ja. Die daedalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Später. Warte mal, ich laufe den Brunnen. Genau. Ja, aber wenn wir im Gemeinschaftsraum Kobaltsteine spielen, können wir uns nicht draußen erkennen. Die Treppe sieht vielversprechend aus. Hoch müssen wir. Okay. Sieht aus wie das Porträt auf der Karte. Also, wo ist der Schatz? Warte mal, nee, ich habe eine Idee. Ab hier.
dem Porträt war eine Tür versteckt. Da ist auch der Schatz. Das ist wohl aus Arthurs Suche geworden. Also wie gesagt, Nashorn, Brunnen und dann könnt ihr mehr oder weniger hier hoch. Die daedalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Das ist so genial, dass du das jetzt alle 3 Minuten erzählen musst. Also da hier das Nashorn. Der im Verwandlungshof der Brunnen. Und wie gesagt, dann am Ende die Tür. Dort rechts und dann findet ihr, sage ich mehr oder weniger, schon das Porträt. Da knallt ihr dann nicht den Pulso rein, sondern Akio. Ja, dann habt ihr das eigentlich schon. Schon was gefunden? Ja. Hallo Arthur. Ich wollte dir sagen, dass meine Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galionen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, es handelt sich um eine Uniform eines Historikers. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Weiter geht's zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwa... Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, in der nächsten Folge geht's die Nummer mit den daedalischen Schlüsseln. Ich bin raus heute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge.